kannst das Gerät 0815 einmal ins Futter rein tun. Sehr wurscht, welche Seite. Und ein wenig anziehen. So, wir sind da auf 0 und da sind wir auf 4 Zehntel. Das heißt, wir haben, da unser höchstes Stück. Das heißt, wir geben ihm da ein leichtes Klopferl. Zwei Hundertstel, das ist ein halber zu hoch. So, wenn ich jetzt schaue, ein Haar hat 0,8, 0,7, 0,8, hat 10. 8 Hundertstel und wir rennen um 2 Hundertstel, das heißt, das ist ein Viertel Haar. Ja, jetzt wollen wir aber keine Haar spalten. Ne? Ich meine, die 2 Hundertstel, die ignorieren wir. Ne? Da, wir werden jetzt das einmal im Plan drehen und schauen, ob uns das Ding um die Ohren fliegt. Aber zumindest das Traum ist mir noch nicht um die Ohren geflogen. So, dann schauen wir mal, da ist er, ob die Edelstahlplatten wirklich so viel besser schneiden. Oder ob das nur Propaganda ist. In der Mitte des Stupsel, das nehmen wir jetzt auch noch ganz profan. Bitte fein. So, dann müssen wir sie noch eine Zentrierbohrung machen. Zuerst werden wir uns mit dem Rohrwischer, mit dem Konuswischer, den Konus vom Rest ausputzen, damit da kein Schmodder drin ist. Und dann haben wir ja das Bohrfeuer rein. Zack. Und spannen uns einen Zentrierbohrer ein. Schauen wir, ob es überlebt. Nicht das Einspannen, sondern das Zentrierbohren. Probieren wir das einmal. Ja, der Bohrer ist noch da. So, wir werden uns das jetzt ein wenig anhirseln und dann den Teilkreis für die drei Stellfüße Schrauben einstechen. Oh, irgendwo da müssen wir hinkommen. Schauen wir mal, 78, 7, 8. Ja, das kommt halt gut. Das kommt halt gut. Das lassen wir lieber. Das greifen wir gar nicht mehr an. Jetzt gehen wir mal auf einen Nachdenkcafé. Wir werden uns da noch ein wenig Faser drauf machen. Wenn man das der Mars da angreift, dann fliegt sie die Missbutten. Und da war das Material einfach zu teuer dazu.
So, schau mal, fahren wir mal drauf. Jetzt ist. Oh. Es ist ein Fred. Da kann man sich gar nicht wehtun damit. So blöd kann man sich gar nicht anstellen. Na ja, fast. So, dann werden wir uns da ein Loch hineinbohren. Ein ordentliches. Loch durchbohren. Dazu haben wir uns unsere sauteuren Kobaltbohrer eingespannt. Schauen wir, ob er das auch bringt, was er verspricht. Da fahren wir nicht. Schauen wir mal. Probieren wir einfach mal ein Drehzahl aus. Ne? So, jetzt sind wir mit unserem Bohrer am Ende. Also geschnitten hat er geschmeidig. Und jetzt schauen wir mal. So. Und jetzt schauen wir mal, ob unser Tieflochbohrer das auch so gut hinbringt. Trifft genau ins Loch. Ist er so gut geschnitten wie der andere oder nicht? Aber das ist halt ein österreichischer Bohrer, nicht wahr? Und das ist einer ja, von weiter weg. Aber er hat es überlebt. Vielleicht sollte man einmal nachschleifen. So, dann werden wir das größere Loch machen. Ne? So, dann werden wir jetzt mutig mit einem 21er Bohrer da reinfahren. Und schauen, was das wird. Ne? Los geht's! Er schneidet zwar nicht ganz gleich auf alle zwei Schneiden, aber der Hund ist noch irgendwie sauscharf. So schlecht ist das Ding gar nicht. Es ist ja unglaublich, wie lang 7 cm sind. Ne? Da spielt sich sicher physikalisches Drama da drinnen. Ne? Gewonnen! Du hast dich schenken müssen, gell? Aber schneiden tut er noch bitte. Nachdem er raucht, müssen wir auch nicht rauchen. Ne? So, dann, wir werden uns jetzt die Luke da auf 2 cm Tiefen auf 25 mm, also ungefähr 25 mm austragen. Und dann werden wir, weil es der Kunde will, einen Radius aufmachen. Ne? Damit wir nicht zu weit reinfahren, haben wir uns da unseren Anschlag angemacht. Und jetzt werden wir mal schauen, was die Wendeplatten aus der weiten Ferne aushalten. Also die erste Runde hat einmal ausgehalten. Ne? Was wir da hätten jetzt 22? Ja, 22. Das heißt, wir brauchen nur 3 mm. So, den ganzen Schmodder da.
24.05. So, das heißt, wir brauchen noch einen guten Millimeter. Stellen wir ein Hochel weniger ein. So, wir werden jetzt da den Kunden seinen Sonderwunsch erfüllen und werden ihm da ungefähr einen 10er Radius aufmachen. Schauen wir mal. Der aufmerksame Zuseher hat sicher bemerkt, dass das kein Radius, sondern eine Phasen ist. Da hat er auch vollkommen recht. Ne? Nachdem wir ja kein Radiusmesser haben für sowas, werden wir uns dem Ganzen stufenweise nähern. Wir werden uns jetzt die Hälfte von 45 ist 22. Ne? Ja, 22 und 0 irgendwas. Ne? Das heißt, wir werden uns jetzt den Schlitten auf 22,5 einstellen. Und werden da die Innenkanten nehmen. So, dann werden wir in die andere Richtung gehen. 45 und 22, eine halbe, 45, 55, 65, 67 und ein paar Zquetschte. Ungefähr, ja. Komm, eh schon wieder raus. Da mal links. So, und jetzt werden wir schauen, wie sich der Edelstahl mit dem Dreikantjob bearbeiten lässt. So, fast der 10er Radius. Fragen wir meinen Kunden, ob er zufrieden ist damit. Okay, hört sich gut an.